Er hat naturgemäß einen Vorteil beim Verstecken, aber sein Verhalten kann ihn verraten. Das Schreiben passt perfekt zum Oktopus. Ihm geht niemals die Tinte aus. Wo Tinte fließt, da der Oktopus isst. Folge der Tinte. Echt jetzt, Kater? Echt jetzt? Wo die Tinte fließt, der Oktopus isst. Das ist aber ein schlechter Reim, Kater. Das ist wirklich ein ganz schlechter Reim. Nur für 2 Zehen. Da hätte man noch eine Schweinenase verstecken können. Jawohl, Oktopus, ne? Schreiben? Hat er recht? Gebe ich ihm vollkommenst recht zu? Einmal soll ich den Oktopus finden. Kein Problem. Ich bin auf den Geruch nicht eingegangen. Das hat Alice ja schon wunderbar gemacht. Ich habe mir das mal erspart. Oh, man kann die Flaschen kaputt machen. Ein Schnaps. Weg damit. Vielleicht wird er sich aufregen. Mein Schnaps! Was für Riesenquallen, ey. Was steht denn da? Nur eine Vorstellung. Ist in den Fisch reingeritzt? Arme Fisch, tut mir leid. Er versteckt sich bestimmt im Schnapswetten. Aber wenn der nicht mehr ist, kann er sich auch nicht verstecken. Oder die Flaschen kommen immer wieder. Da ist er doch. Ausgesoffen hast du den Schnaps. Das ist zu leicht. 1 von 3, mein Freund. 1 von 3. Dein Spiel ist bald vorbei. Du wirst schon sehen. Ich werde dich finden und dir zeigen. Für dich wird es nicht weitergehen. Ja, komm, das war jetzt nicht so ein guter Reim, aber besser als, wo die Tinte fließt, der Tintenfisch isst. Also. Ich hätte mich ein bisschen mehr heilen können. Dankeschön. Mal gucken, ob wir noch einen Bossfight machen müssen oder ob wir den einfach nur finden sollen. Warte! Knappe Geschichte, aber hat funktioniert. Ich hätte darüber gedacht. Ach, Quatsch. Also brauche ich diese ganzen Fläschchen buddeln mit Rum oder was auch da drin sein mag. Gar nicht kaputt machen. Man sieht ihn. Das ist auch das, was der Kater wahrscheinlich meint. Er kann sich zwar verstecken, aber seine Manieren läuft ja wie so ein Schlund. Von daher ist das ein leichtes, den zu finden. Muss nur Ausschau halten nach einer leeren Flasche. Oder er trinkt es halt jetzt nicht mehr aus, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so, als wenn ihr richtig, richtig hungrig seid und einer stellt da was Leckeres zu essen hin. Und, ja, das werdet ihr wohl auch essen wollen. Hey,
braucht es gar nicht mit dem Pferde. Da ist er, guck mal. Boah, jetzt hast du mich. Aber nochmal schaffst du es nicht. Mhm. Das bezweifle ich. Das ist nicht schwer. Ich würde sagen, könnte Hase die irgendwie kaputt machen? So. Die Haare, ne? Ich finde ja schwarze Haare richtig, richtig hübsch. Ein bisschen vorgelaufen, weil das kostet Zeit, obwohl diese Animation noch zeigt, wohin du eigentlich gehen musst, was ich fies finde. Aber es passt ja vom Timing her, ist ganz gut. Was kosten denn die nächsten Upgrades? Es ist teuer. Es ist richtig teuer. Das Widerwärtige, das aus der Vergangenheit stammt, hat nur so viel Macht, wie die lebendige Erinnerung ihm zugesteht. Komische Piratenbande hier ab mit dem Kopf. Ja, komm. Ich hab nicht so viel Zeit mit dir hier rumzuspielen. Guck mal, da oben, wenn man da hinguckt, da läuft die Zeit, dann sollst du es noch schaffen. Andere taucht natürlich. Aber so kann man das auch machen, dass sie denn den Hut hinstellt. Das finde ich fast niedlich. Süße kleine Alice. So. Ich da jetzt rüber? Da bin ich gekommen. Ja. Okay, nee. Muss hier hin, weil komme ich nicht weiter. Ein Aufwand. Der Schwede, oh oh. Das wird richtig knapp. So. Was ist jetzt wo hochgekommen? Ach, da. Ah, okay. Da soll ich gleich. Ah, verstehe. Ich verstehe den Levelaufbau.
So, das ist aber jetzt das letzte Mal ein Oktopus-Typi. Du sagtest dreimal. Wo ist er denn? Darum geht's im Spiel. Einen guten Fang. Hast gewonnen, Sportsfrau. Und keiner ist gestorben. Folge mir in meine Bibliothek. Ich pflege mein Wort zu halten. Sehr gut. Finde ich gut. Endlich mal einer, der zu seinem Wort steht. Der Zimmermann hat eine Revue über die Sterblichkeit in Auftrag gegeben. Pfeift auf Gunst und guten Geschmack. Er will nichts als Heiterkeit, Albernheit und gezügelte Ausschweifung. Das Walross hat seinen großen Auftritt als tot. Stell dir das vor. Ich werde das Skript zum Theater bringen. Geh du, wohin du willst. Der Zimmermann hat dich bestimmt beauftragt, Fischdivers für den musikalischen Teil aufzutreiben. Der Mann hat kein Gespür für Talent. Manche Fische können singen, aber nicht alle. Alles klar. Dann klaue ich dir hier noch ein bisschen Gold. Fischdivers, ah. Na gut, weiter geht's. Hätte ich Ohren, würden sie schmerzen. Mann, nee. Er kann nicht singen. Hier rein. Ach, das hat er verdient, dieser dreckige Wurm. Gut getarnt, oder? Hätte ich Ohren, würden sie schmerzen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Bei dem Gesang. Musikalisch, aber du klingst irgendwie verstimmt. Nicht mein Fehler. Ich kann meine Töne nicht hören. Die Pfeifen sind verstopft. Das kann ich sehen. Warum tust du nichts dagegen? Um meine Stimmbänder zu gefährden. Du könntest es für mich tun. Hier hat jeder eine Ausrede für seine Faulheit. Erinnert mich ans Irrenhaus. Ja, irgendwie ja, ne? Ah, ich kann's nicht. Das tut mir weh. Der Fuß tut mir weh. Ist ja schon fast wie eine Arbeitskollegin. Nein, ich will das nicht. Ah, herrlich. Och, nö. Deswegen sind sie verschmutzt, weil da Kröselei rumliegt. Mini-Boss-Gegner. Und kleine. Und mittelgroße. Zack, zack, zack. Die Puppenhände müssen weg. Mit den Pfoten. Ja, komm. Okay.
Ah, okay, das Gekrüsel muss ich nur kaputt machen. Ah, wie schön die Noten durch die Pipes heizen. Sehr gut. Nicht schlecht für den Anfang, aber ordentliche Arbeit verlangt bedeutet mehr Einsatz. Ich bin sicher, du willst ordentlich arbeiten. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte einfach nur, dass du mitkommst, weil du singen sollst. Gott, das kann ich aber auch. Eieiei. Okay, noch mehr Gekrösel. Aber das ist unser Fachgebiet. Gekrösel vernichten. Oh, Krebse. Na. Ich finde herrlich, dass ihr erst die Figur angreift. Da. Das war fast einfacher. Und bam. Ja, ich bin gleich soweit. Gib mir ein paar Sekunden. Blödes Fischvieh. Wie viele kommen denn von denen noch? Zack, zack, zack und weg mit dir. So, komm, dein letzter Kopf. Dann hast du es hinter dir. Sehr gut. Hoffentlich klingt er jetzt besser, ey. Verlegt. Ich glaube, ich muss dir wohl helfen, den Ton zu halten. Hoffe, er ist leicht. Oh, bin ich bereit? Ich denke schon. Okay. Hört sich jetzt nicht cool an. Du scheinst den Rhythmus verloren zu haben. Nochmal.
Das Publikum wird dir deine Mühen danken. Das bezweifle ich. Die mageren Leistungen der Darsteller werden durch meine Musik kompensiert. Bitte wecke sie mit dieser aufregenden Neuigkeit. Der kann nicht besser singen. Nach dem ganzen Kram, was wir gemacht haben, klingt das noch nicht besser. Da schwimmt er dahin. Naja. Da fällt mir irgendwie nichts so ein. Nicht bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, nein. Es war der Rauch, weißt du? Eines Tages bist du in der Familiengruft in Oxford wieder mit ihnen vereint. Das erzähl mal einem Teenager oder einem Kind. Zwei geschafft, eins noch bleibt. Die Austern sind wahrscheinlich die Stars der Show, wenn man sie wach bekommt. Das kriege ich hin. Bin ja schlagfertig. Oh ja, hoffentlich wieder ein Rätsel. Kämpfen muss jetzt nicht sein. Komm, Kater, Rätsel. Rätseltime. Oh, das gibt von die... Oh! Das ist auch cool. Nein! Nein, schlecht. Schmutz. Boah, das sind aber jetzt eine ganze Menge, ey. Kann das sein, dass das Ding Rail Shooter heißt, was ich gesucht habe, das Spiel? Suche jetzt zwar immer noch. Es wackelt hier alles. Ich kann schon fast einen Kollaps kriegen hier. Das heißt, dass du hast nicht genug Punkte. Oder ich muss eine gewisse Anzahl an Punkten bekommen. Sonst muss ich so lange weiterfahren. Korrekt, Fräulein. Hä? Nee. Das finde ich nicht so schön, dass der Kater jetzt... Korrekt, Fräulein. Dann hätte ich auch lieber ein Rätselspiel gehabt, Kater. Ganz ehrlich. Aber ich darf bestimmt alles einmal machen, dann wiederholt sich das. Aber gefunden ist gefunden, das ist gut. Also haben wir davon noch keinen verpasst. Ach. Krebse. Na komm, schieß doch. Ich weiß gar nicht, wächst so ein Arm eigentlich bei dem Krebs nach? Ist das so? Boah. Ich habe mal ein Video gesehen, als dann Krebs eine verletzte Schere gehabt hat, die sich so hinter sich hergezogen hat, hat er die einfach abgerissen. Als wenn das ganz okay wäre.
Ohne Zigarre kannst du hier keinen mehr anzünden, ne? Ah, eine Auster. Du hast mich beim Träumen gestört. Ach so, es geht wohl zur Show. Ja. Dein Auftritt, Lady. Dein Auftritt. Das war alles? Na gut. Okay, das ist ja dann auch einfach. Das sind ein paar Kämpfe, die wir machen müssen und dann haben wir es eigentlich. Wie viele soll ich denn davon wecken? Hier, drei? Das heißt ja immer, alle guten Dinge sind drei. Und dann bin ich auf die Show gespannt. Das Walross soll den Tod spielen. Bin ich ja, da bin ich echt drauf gespannt. Eine Schweinenase. Was war das für ein Geräusch? Hast du auf jeden Fall die Nase auch echt gut versteckt. Ein weiterer Präsentkorb, sehr schön. Nicht, dass die Herzöge nachher sich nicht und so vielen Schweinenase essen. So brennen bekommt oder was auch immer. Beziehungsweise weiß ich nicht, was man an einer Nase delikat finden sollte. Nee, ich habe viele Zähne. Was nehmen wir denn? Das Horse ist eine. Ach komm, weißt du was? Machen wir das Pferdchen. Boah, das sieht krass aus. Und als nächstes machen wir die Warpike-Klinge und dann die Pfeffermühle. Warte mal, wie viel brauche ich denn? 800, okay, muss ich den mal merken. Wie sieht das jetzt aus? Oh ja, das ist der schwarze Springer. Spielt ihr Schach oder habt ihr es mal vor oder mögt ihr Schach überhaupt? Ist das was für euch? Man sagt, ja, ausprobieren würde ich es. Ich habe es mal ausprobiert und eine ganze Weile gespielt. Müsste ich jetzt wieder komplett von vorne lernen. Ja, das ist so lange her. Seltsam schon. Auch ungewöhnlich. Sogar außergewöhnlich. Aber fast nichts ist einzigartig an uns. Eures war nicht das erste Backsteinhaus, das durch Feuer zerstört wurde. Alter, krass, neue Techniken. Das heißt also, wenn man die Klingen und die Sachen aufwertet, das steigert nicht nur den Schaden, sondern macht auch was her. Muss man eine Abkürzung nehmen hier. Also man lernt auch neue Techniken. Das finde ich sehr, sehr cool. So, von da kommen wir und hier müssen wir hin. Vielleicht müssen wir nur drei Austern machen, wenn die Regel ist. Und alle guten Dinge sind drei. Dann ich die nächste.
Kommt her, ihr Krebse. Ich hab eine neue Technik. Ah, richtig cool. Waffenschizophrenie? Weil die benutze ich echt zu selten für einen Angriff. Eigentlich wollte ich in die Richtung. Alles, danke. War's das? Haben wir es geschafft, ey. Hey, sehr gut. Aufstehen! Wir brauchen noch den Star. Den Star. Den Star. So ein kleines Schläfchen würde echt gut tun. Aber ich denke mal, wir machen auch gleich, wenn wir das mit der Show und so hinter uns haben, machen wir ein kleines Päuschen. Oh, noch was Neues zu trinken. Das ist nämlich auch leer. Das Wasser ist auch schon leer. Extra noch. Ich schön eiskaltes Glas Wasser hingestellt. Danke, endlich mein Rätsel. Hilf mir, Alice. Dieses Showplakat, es ist ruiniert. Wenn ich es nicht wieder hinkriege, macht mich der Zimmermann zu Muschelkalk. Muschelkalk? Gibt's das? Also braucht man das? Wofür braucht man sowas, wenn man... Ich wollte gerade sagen. Aber sogar noch in begrenzten Zügen. Aber ich würde erstmal alle Steine finden, ja? Ich brauche das Plakat jetzt. Ja. Bleib mal locker. Die Katze zu sagen. Die Ordnung der Dinge ist mir oft ein Rätsel. Dir auch. Ich würde gerne mal wissen, wo du warst. Ordnung der Dinge. Nee, die ist mir kein Rätsel. Ich bin eher so der ordentliche Typ. Ja. Also die Krebse sind schon ein bisschen nervig. Du brauchst gar nicht an. Was? Ach. Habt ihr es jetzt? Noch ein Stein ist jetzt mein. Das ist echt, was man bekommt, so ist echt nicht viel. Einsacken. Schnell, bevor die Show beginnt. Ja, bleib mal ruhig. Die Show wird nicht beginnen, weil da fehlt noch einiges. Ich glaube nicht, dass der Zimmermann da anfängt mit der Show, wenn die Hälfte der Besatzung nicht da ist. Und hier wird auch noch einer versteckt sein. Woher brauche ich das Puzzle gar nicht lösen? Oh.
Okay. Halte Sorgen und Qualen auf Distanz, da kannst du sie leichter vergessen. Ja, das stimmt. Das ist wahres Wort. Man sollte sich mit seinen Altlasten nicht so doll beschäftigen. Auch wenn es schwer fällt. Okay. Sehe, was ich falsch gemacht habe. Den Hasen kann man nicht aufwerten. Das ist, das war verdammt. Verdammt knapp. Oh. Schnell! Sie können jeden Moment hier sein. Wofür ist das jetzt hier? Ah. Ich wollte gerade danach suchen, oder beziehungsweise habe gerade danach gesucht und wollte gerade aufhören damit, weil ich habe ja nichts gesehen, so. Okay. So, dann lösen wir gleich mal ein Rätsel. Alter, heute liegt mir das Sprechen nicht so, ich das Gefühl. Das war eben beim Vorlesen auch nicht so. Aber ab und zu habe ich das, da habe ich so Tage, da kann ich das gut vorlesen. Habe ich so Tage, wo ich echt viel zu viel falsch interpretiere. So. Können wir anfangen? Nee, können wir nicht. Es fehlt noch ein Teil. Ah. Sehr gut. Hilf mir, das Plakat wieder zusammenzusetzen. Ja, mach ich. Wie funktioniert das? Wo gehören diese Teile hin? Das ist eigentlich, ist das nicht so schwer. Zeigen wir uns unseren frenetischen Verehrern im Theater. Ja. Das war nicht schwer. Verfasst von in der Hauptrolle. Mann, was hat der für ein dummes Bild? Naja, schauen wir uns die Show an. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Du bist kein Impresario, sondern ein Mörder. Der Kopf eines kriminellen Unternehmens. Dies ist keine Entweder-Oder-Welt, Alice. Und ich habe dir gehorcht. Du hast ein paar Botengänge gemacht. Drecksarbeit. Wahnsinn. Die Show wird die Massen amüsieren. Schade, dass du sie verpasst. Du musst dich um diese Matrosen kümmern. Deine Zeit ist gekommen. Zeit? Zeit? Die Zeit ist gekommen, über Schiffe zu sprechen und das Gemüse und das Königshaus und ob Schweine fliegen können und so weiter. Genug davon, Walross. Du jammerst wieder über zu viel Sand am Strand. Dein Geblubber nehme ich zum Frühstück. Schäm dich, Zimmermann. Du hast es versprochen. Ich hatte keine Wahl. Man kann nicht immer, wie man möchte. Ich dachte, das wüsstest du mittlerweile. Was, so ein dreckiger Bastard? Ach, die Typen, das ist doch kein Hindernis für mich. Ertrunkener Seemann. Der jetzt erst seine Vorstellung bekommt, nachdem ich... 3, 4? Ist doch der gleiche, oder nicht? Nee. Der kämpft nicht mit Bomben. Doch. Also ist nichts anders.
Ich will nicht auf ihn zu. Ich weich eigentlich zur Seite aus, aber anscheinend möchte Alice das nicht, wenn man anvisiert, dann weicht sie immer dahin. Okay. Egal. Gut, der Zimmermann ist nicht unser Freund. Wie soll's auch anders sein? Hier gestorben, der Mann mit der Schweinenase. Und Geheimnis. Geheimnis. Ich würde sagen, das sind doch Totenköpfe, oder nicht so? Oder täuscht das? Sieht so ein bisschen aus wie so Seelen. Vom Fluss, der Seelenfluss von Hades oder so. Haustiere sind Freunde und unser Geheimnis selbst. Auch dein Kaninchen. Deiner war bestimmt eine Vertraute. Immer für dich da, nicht wahr? Haustiere sind wirklich lieb. Besten Freunde, die einem wirklich sehr, sehr zur Seite stehen, egal ob gut oder schlechte Zeiten. Ich bin zwar eher Team Katze als Team Hund, aber ist nicht, dass ich keine Hunde mag oder so, aber selber würde halt immer mir lieber eine Katze als Haustier wünschen, sage ich mal so. Aber so ein trübes Wasser hier. Dann dürfen wir wahrscheinlich gleich gegen den Zimmermann kämpfen. Das ist ein Totenkopf, ja. Ja, komm. Die jetzt auch noch. Raus. Alter, ich bin doch gerade ausgewichen. Komm. Zeig deine Bomben. Meinen Schwur zu erfüllen. Ich brauche meine Männer. Sie mögen zunächst feindselig sein, aber ihre wahren Seelen sind gefangen. Du musst sie befreien. Wollen sie denn in Frieden ruhen? Sie selbst wissen nicht, was sie wollen. Was für die Lebenden gilt, trifft oft auch für die Toten zu. Ja, okay. Freunde, ich würde sagen, das ist doch eine Aufgabe, oder nicht? Tote befreien. Ja, also bin ich ein regelrechter Geisterjäger.